zum Strand sind die Fische im Wasser. Oh, sorry, ich singe nicht. Nein, nein, nein. Herzlich willkommen. Hi und moin, moin. Heute, wie gesagt, sind wir an der Nordseeküste. Und zwar in der Stadt in Wilhelmshaven. So, wir sind jetzt hier am Südstrand. Und wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, riesengroße Schiffe. Habe ich im Leben noch nicht gesehen, so große Schiffe. Mal schauen, ich auf der Nahaufnahme. Genau, jetzt sieht man es immer schön. Die Living Stone, also ein lebendiger Stein auf schwimmendem Wasser. Schaut echt mega, 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 mega Hammer aus. Und da vor allem diese Brücke, die ist auch echt mega. Wie so London Tower Bridge, würde ich mal sagen. Und die Aussichten einfach herrlich. Da hinten gibt es so Hotels, so Aussichtsturm, da gibt es Strandcafés. So. So, hier ist die Strandhalle mit Aquarium drin, was man online buchen kann. Ich glaube, kostet auch 5 Euro. Pro Person und für Kinder 4,50, aber gucke ich nochmal später nach. Schreibt auch gerne nochmal unten in den Kommentaren, wenn es euch interessiert, was die ganzen Eintrittspreise von alles kostet. Also von dem Museum nochmal ein paar Gebäude. Ah, hier sind die armen Kamele. Von einem Zirkus. Ah, guck mal, kommt einer jetzt her. Da sagt man Hallo. Hallo. Aber ehrlich gesagt, nach meiner Meinung nach fühlen sich die Tiere nicht wohl. Ich bin kein Fan von einem Zirkus. Da die Tiere wirklich in kleineren Gehegen gehalten werden. Und ich finde es ein bisschen traurig. Auch wenn es selbst für Kinder schön sein mag. Aber die Haltungsbedingungen und das Umfeld für die Tiere finde ich immer nicht so schön. Deswegen als Kind, ich habe schon keinen Zoo und keinen okay, Zoo, ja, aber Zirkus eigentlich nicht besucht. Nicht. Ja, hier ist auch noch arme Pferde drin, die in sehr kleinen Boxen sind. Schau, da kommen wir mal ran und wir zeigen es mal. Ja. Hier, also schaut selbst. In so kleinen armen Boxen muss dieses arme Pferd stehen. Ja, diese kleinen armen Boxen, dieses arme Pferd muss stehen. Es tut mir so leid. Guck mal, er schaut mir in den Hufen. Das ist ein Zeichen davon, dass er fühlt sich nicht glücklich. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Pferden und ich kenne den Charakter und das Denken von Pferden. Und dieses Pferd möchte definitiv nicht hier sein. Hier sind noch weitere Pferde, auch in sehr, sehr kleinen Stellen. Und das ist einfach nur traurig. So, und hier ist das Gesangsgebiet von dem ganzen Zirkus. Da gibt es von Schafen bis Hühnern bis Hunde einige verschiedene arme Tiere, muss ich wie gesagt echt noch dazu sagen. Hier wird gerade auch irgendwie als Streichelzoo genutzt, dass die Leute kommen und eintreten. Aber ich empfinde einfach nur höchstes Mitleid für diese armen Tiere. Ja, und ich möchte natürlich auch den Namen nennen. Das ist Zirkus Olympia, heißt dieser Zirkus. Ich denke, alle Zirkus sind gleich, aber ja, das traurige Schicksal von Tieren bleibt leider hier nicht absehbar. Und ich bin auch, wie gesagt, ich würde niemals einen Zirkus unterstützen. Was ich finde, von meiner Meinung nach, gehören Zirkusse allgemein verboten. Stopp die Tierquälerei. Weil das muss einfach nicht sein. Ah, das Tiergefängnis. Ja, da gehört nicht auch rein, finde ich. Die Gefängnis, diese Leute, die diese Tiere so quälen.